Okay, schade, war irgendwie nicht so spektakulär. Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Aufnahme von Far Cry 5. Hier mit mir und der lieben Supricat. Und ihr hört's schon da draußen. Wir haben Besuch in der Luft. Gerade eben, als die Aufnahme noch nicht lief, hatten wir ziemlich viel Action hier drin. Und ich dachte mir, komm, wartest du schnell, bis das Flugzeug wiederkommt, startest du die Aufnahme dann. Nimmst es mit rein, aber jetzt gerade macht er wohl nur so einen kleinen Besichtigungsflug über uns. Ist irgendwie Oh, schade. da ist Was ist? ein Feind von uns. Bumm. Tschüssi. Tschüss. So, Vielleicht, wenn ich okay. rauskomme, dann sieht er uns und dann fängt er an zu schießen. Du kannst dich immer um das Flugzeug kümmern. Du bist ja unsere Flugzeug-Abschussprofi. Kümmere dich mal um das Flugzeug. Ist ein bisschen zu weit weg. Dann nicht. Dann nicht. Ich hoffe, ihr entschuldigt die Kaugeräusche ein bisschen, falls man die hört. Oder Hört man das? ich weiß es nicht. Ich habe es weggemacht, mein Mikrofon. Falls man es hört, entschuldigt das. Wir haben uns gerade eine Mandarine und eine Orange gegönnt. Und Gegönnt. gegönnt. So, was machen wir denn heute? Orangenparadies. Eierfeier, oder? Ist unser Plan. Ja. Was ist denn hier? Wendell Mit Rietler. richtigen Eiern. Mit richtigen Eiern, ja. Keine halben Sachen hier. Was sind diese Eierfeier-Sache? Eierfeier? Du musst die Mission auswählen, Ja, ich dachte, wir können das über damit du den die. Weg siehst. Tritt aufs Gas. Baron Sägewerk. Gefängnis von Hope County. Hä? Wo ist denn diese Mission? Ach hier, das ist eine Nebenmission in dem Fall nur. Deshalb. So, da drüben müssen wir hin, 790 Meter. Willst du fahren? Okay. Ich sehe den Weg nicht. Welche Seite ist besser? Der oder dieser? Wir könnten doch hier. Ja. warum so komische Wege? Werden wieder festgenommen. Shoot him with the Blaze. Nein. Ich bin dagegen. Bumm. Boah. Wir brauchen den Deputy lebend. Ein Blitzgeschoss sollte ausreichen. Hier sind unsere Stiere. Okay, Sammle bin ich mal gespannt. die drei Arten von Stierhoden. Wir brauchen den Deputy lebend. Ein Blitzgeschoss sollte ausreichen. Mach erstmal das Silo kaputt hier. Oh, oh, wir kriegen Besuch. Oh. Das hilft der Atmosphäre nicht. Die Stiere werden nicht. Ja, sprich es schön, das aus. Schloss um die Kühe. Jetzt. Warte, oh! Nein, ich bin oh, getroffen! Ich auch.
Oh nein! Oh nein, es geht schon wieder los! Wie? Ich bin fast tot! Okay, es ist schon soweit. Oh nein! Oh. Oh, oh jetzt, nein. Jetzt sind wir bestimmt bei John. Ja. Kein Firefire für uns. Eine Kugel in den Schädel wäre leichter. Das ist nicht der Wille des Vaters. Bring ihn zu John. Er wird sich seine Beichte anhören. Das klingt irgendwie ein bisschen pervers. John. Hey John. My old friend. Der hat mir zu gute Laune. Sein Sünder-Set ist dabei. Meine Eltern waren die Ersten, die mich die Macht des Wortes Ja lehrten. Eines Nachts brachten sie mich in die Küche und warfen mich zu Boden. Ich erduldete Schmerz und Schmerz und Schmerz und Schmerz. Und als ich dachte, ich halte es nicht länger aus, tat ich es. Und plötzlich brach etwas aus mir heraus. Ich hatte keine Angst, ich war klar. Ich blickte zu ihnen auf und fing an zu lachen. Alles, was ich sagen konnte, war ja. Mein ganzes Leben suchte ich nach mehr Dingen, zu denen ich ja sagen konnte. Ich blickte in jede Öffnung meines Körpers und als sie gefüllt waren, erschuf ich neue. Aber es war Joseph, der mir zeigte, wie selbstsüchtig ich war. Immer empfangend, immer nehmend. Das beste Geschenk erhält man nicht, sondern man gibt es. Geben. Mut. Den Mut, Sünde zu gestehen. Sie sich ins Fleisch zu ritzen und ihre Last zu tragen. Und sie, wenn man gelitten, wahrlich zu büßen begonnen hat, sie herauszuschneiden wie ein Krebsgeschwür, sodass ein jeder sie sieht. Mein Gott, das nenne ich Mut. Ich werde dich Mut lehren. Ich lehre dich das Wort Ja. Damit du dich deinen Schwächen und deinen Sünden stellen kannst. Du schwimmst durch ein Meer voller Schmerzen und danach bist du frei. Frei. Erst dann kannst du wirklich anfangen, Buße zu tun. Also, wer möchte zuerst? Hm? Wer von euch? Hm? Das ist Lektion. Sollen wir drücken? Nummer 1. Ja. Okay. Ja. Du wirst es nicht bereuen. Versprochen. Doch bevor wir anfangen, glaube ich, es wäre angemessen, wenn Deputy Hudson in ihr Zimmer geht. Eine Beichte ist schließlich etwas sehr Privates. Ich bin nicht hier, um dein Leben zu nehmen. Ich gebe es dir zurück. Ich werde dich öffnen und deine schlimmsten Ängste hineingießen. Wenn du daran erstickst,
werden sich deine Sünden offenbaren. Und erst dann wirst auch du die Macht des Ja verstehen. Bin gleich zurück. Boah, dieser Penner. Alles klar. Wir müssen hier weg. Ich kann auch rückwärts gehen? Nee, kann ich nicht. Okay. Wir müssen Richtung Treppe. Und nochmal. Ja. Ja. Alles klar. Dasha, bist du mit mir runtergefallen? Ja. Gut. Ich konnte da den Fall nicht beeinflussen. Da warst du, der Kapitän. Der Kapitän. Hier oben kannst du dir Waffen holen. Und Erste-Hilfe-Set. Boah. Hier ist keine Waffe für mich. Ist hier nicht noch irgendwo ein Schlagstock? Mhm. Okay, dann nichts. Vielleicht kriegst du unten gleich einen. Dann. Ist da nichts unten? Ich weiß nicht, ich habe hier unten noch nicht geschaut. Hier gibt's bestimmt gleich was. Jetzt müssen wir hier erstmal raus. Oh, da vorne sind Leute. Warte, ich möchte John danken, dass er mich und da steht was für dich. Dank ihm weiß ich, dass meine Sünden verhindert Zeit zum Takedown. Der Mann. Bam! Hm, hier. Hast du den Baseballschläger? Ja. Hat der mein noch neuer eine Vater, Waffe ich fühle mich wie neugeboren. So als ob ich eine zweite Chance für mein Leben bekommen hätte. Vorsicht! Oh, da kommt jemand. Hast du ihn? Oh, du wurdest gesehen. Pass auf, da kommt einer. Ah. Shit. Ich habe einen Vater, der mich liebt. Solche Liebe habe ich vorher nie gekannt. Draußen entsprach ich immer nur den Anforderungen eines gut angepassten Erwachsenen. Doch im Inneren sah das ganz anders aus. Im Inneren war ich ein schlimm gequälter Junge, verletzt und ängstlich. Ablehnung und Furcht beherrschten damals mein Leben. Nun sind es Akzeptanz und Liebe, die mich antreiben. Naja. Ich habe eine Pistole. Sehr gut. Okay. Hey, wo geht's weiter? Nicht hier? Interagieren. Ah, sehr gut. Ich nehme den rechten, du den linken. Okay. Okay, und? Achso, nee, nicht schießen, nicht schießen. Okay. 3, 2, 1, go! Wo bist du denn? Ich dachte, du kommst. Oh, schau, noch eine Pistole. Oh, oh.
Achtung, hinter dir! Oh, und hinter mir. Das ist sehr gründlich schief gegangen. Oh. Oh. Bist du auch gestorben? Ich war als erstes tot. Warum bist du nicht mit mir gekommen, als ich angefangen habe, Takedown zu machen? Bin ich ja auch nur viel zu langsam. Ja, warum? Ich weiß nicht. Es war langsam. Okay. Dann... selbst Spiel nochmal von vorne. Hast du die Waffe? Hol du sie dir diesmal. Wo ist sie? Sie steht oben irgendwo. Okay. Und ich möchte John danken. Hört sich gar nicht gut an. Du bist ohne mich gegangen. Ich bin ganz weit entfernt. Du kommst ja gleich. Gott rüstet mich mit Kraft und macht meine Wege ohne Tadel. So. Hier, du kannst dir die Pistole nehmen, wenn du möchtest. Wo? Ah, hier. Okay. Da war irgendwo noch der eine Typ hier. Ich frage mich, wie viele Leute hier reinpassen. Unsere Seele. Die Beichte. Wenn wir tief in uns hinein. Wenn wir unsere dunkelsten Seiten offenbaren. Ich hasse die Gewalt, die wir gegen die Leute anwenden müssen. Tür ist offen. Ich weiß, Bruder. So, jetzt vorsichtig. Keine Rolle mehr. So, ich der Linke, der, ja? Ja, aber erst auf Kommando. Und sie werden uns all die Angst und den Schmerz vergeben. 3, ganz genau. 2, 1, renn hin! Okay. Gut, gut, gut. Ich helfe dir zu beichten. Von hinten! Oh! Oh, stirb doch, du Penner. Oh, wo kommen die denn alle her? Pass auf, da sind noch mehr. Schlag ihn. Sehr gut. Hallo! Ich kenne deine Sünde. Sie treibt dich an. Jeden Gedanken, jede Aktion. Sie nennt sich Jezorn. Also, gestatte ich dir, sei der Zorn. Lass ihn deinen Körper füllen und deine Seele verzehren, denn am Ende bist du. Doch nur ein leerer Körper. Und ich werde genau hier warten. Wir beide warten. Oh, die Arme. Der Mittelfinger. Oh nein. Wir müssen hier raus. Gebt ihm all den Jätschern, den er verdient, Brüder. Sagt ja! Ich gebe mein Leben. Boah. Ich krieg Schaden. Los, komm, 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 wir haben nur eine Minute. Lasst ihn sich an seiner Sünde laben. Lasst ihn daran ersticken. Kommst du? Ja, ja. Ja.
dich in deiner Sünde, auf dass du siehst, wie vergeblich. Oh, du hast die gute Waffe schon. Ja. Deine Sünde verzweifelt. Mach dich blind gegenüber dem Leid, das du verursachst. Oh, sie kommen! Komm zu mir! Oh. Ich bin schon raus! Ja, ich bin auch schon hier. Ich habe einen guten Weg gefunden. Oh. Ach du Hund hinter dir! Gott wird uns zu ihm führen! Siehst du? Oh, schnell! Das ist die Macht des Ja! That is the power of yes. Da vorne können wir abspringen, oder? Komm mit hier lang. Unter der Brücke durch. Ich komm dich holen, wenn du bereit bist. Oder hoch auf die Brücke. Vielleicht noch besser. Boah! Scheiß Hund! Oh, wie viele Hunde sind denn hier? Oh, Hilfe! Wo bist du? Du musst mich retten. Ich liege unten im Gras. Wow. Das sind drei Hunde. Wow. Ich bin tot wegen deiner Hunde. Wieso wegen meiner Hunde? Das sind nicht meine Hunde. Mein Gott. Jetzt müssen wir alles von Anfang an tun, weil die Hunde dich erledigt haben. Ich müsste die Brücke einfach überqueren und dann zu dir kommen. Oh. Nicht zuerst dir helfen. Oh, nein. Diese Folge. Gebt ihm all den Jätschern, den er verdient, Brüder. Sagt ja, ich gebe mein Leben im Namen des Vaters. Stirb. Oh ja, ich habe eine Schrotflinte. Gehen wir. Ja, bin schon auf dem Weg nach oben. Lasst ihn sich an seiner Sünde laben. Lasst ihn daran ersticken. Boah, die Klappe. Suhle dich in deiner Sünde, auf dass du siehst, wie vergeblich. Deine Sünde verzehrt. Mach dich blind gegenüber dem Leid, das du verursacht. Sie gestattet dir, Menschenleben einfach so auszulöschen. Hast du überhaupt jemals über das Töten nachgedacht? Da sind schon wieder Hunde. Oh. Hinter dir aber. Scheiße, Hunde. Oh. Du kannst hier nichts mehr tun, Deputy. Ich bin raus aus dem Gebiet. Ich verstehe nicht, warum ist das nicht. Boah, ich. Ja, raus. Was geschafft? Wir haben es. Verdammte Scheiße. Ja. Ich habe die ganze Zeit versucht, dich zu erreichen. Ich habe gehört, dass John. Boah, ich bin immer noch unter Bliss. Ich auch. Zum Glück hast du es überlebt. Das mit Hudson tut mir leid, aber ohne Johns Schlüssel können wir nicht reißen. Du wirst ihn aussorgen müssen, indem du seinen gesamten Laden in Schutt und Asche legst. Also halt dich an. Boah. Die Beichte abgeschlossen. Ja, Kappe, Tanklast, der Se. So. Nur 24 Minuten gehabt. Die brauchen deine Hilfe und zwar schnell. Oh, jetzt ist das scheiß Flugzeug wieder da. Aber ich habe. Habe ich meine Waffe? Mm-mm, nein. Ich glaube nicht. Lass uns diese Mission da unten machen mit den Stieren. Oh. Marco? Hallo? Ja?
Ich brauche Hilfe. Ja, das war ein schlechter Sprung. Okay. Was? Bist du auch runtergefallen? Oder wie? Das ist so ähnlich. Ach, deswegen starb ich. Sofort. Ach, schön. Das, du wirst es lustig finden, wenn du das Let's Play dann siehst. So. Und hier ist wieder das komische Sicherheitstor. Gibt's hier irgendwas? Nichts Nennenswertes. Oh, da ist das Flugzeug. Ich gehe rein. Oh cool, hier kann man Base jumpen. Sollen wir? Okay. Ich weiß noch nicht mehr, wie die Taste für Base jumpen war. Ich weiß auch nicht. Wingsuit Shift. Oh, Baum! Das ist der beschissenste Punkt zum Base-Jumpen ever. Jetzt sind wir im Fluss. Okay. Ich bin in 10 Sekunden wieder da. Wer macht denn so einen Base-Jump-Punkt, wo du erstmal voll gegen die Bäume fliegst? Oh, ich kann nicht rauskommen aus dem Fluss. Ja, ich bin hinter dir. Hier kommt man raus. Ah. So. Zerstöre Schloss, um die Kinder zu befreien. Lass uns erstmal die anderen Versionen machen. Also einen müssen wir zerhäckseln. Einen müssen wir verbrennen und dann müssen wir die Kühe freilassen, damit die alle miteinander. Nein, zuerst müssen wir zerstören, das Ding zerstören. Hier. Das. Die Kühe müssen rauskommen. Ja, die Musik! Na, wo ist denn hier? Pass auf! Oh nein! Liebe! Wann machen die denn mal Liebe? Ich warte hier schon in Position. Vielleicht stört es sie. Feeling. Da vorne ist, glaube ich, eine. Oh ja! Ist bereit. Ja. Ich komme! So. Wir haben nur einen. Und jetzt schade, möchten sie es nicht mehr. Der hat nur für den einen gegolten. Schade. Dann muss ich noch ein bisschen warten. Ja, also jetzt laufen die Kühe weg. Also jetzt wird es nicht klappen. Die kommen oder? Wieder. Oi. Das brennt nicht. Wieso brennt es hier nicht? Ich wollte es anzünden, alles. Da kommen die Kühe wieder. Da vorne, da vorne. Na, jetzt ist die Kuh weggerannt wegen dir. Hättest warten sollen gerade. Hallo? Kühe? Möchten sie nicht brennen?
glaube, ich muss hier weg gleich. Deshalb habe ich keinen Flammenwerfer. Ja. So, da kannst du den einen sammeln. So, jetzt müssen wir nur noch den mit Feuer kriegen. Hast du noch Mollys? Nein, nicht mehr. Herstellen. Da, ich hab noch Mollys. Ja. So. Hast du? Pass auf, Stier hinter dir. Oh oh. So. Ist klar, wir können jetzt zurück. Sie sind friedlich. Ja, die Kühe sind lieb. So. Der Bär tötet alle Kühe. Ah, da drin konnten wir ja noch irgendwas machen. Wie sind wir denn damals da reingekommen? Ich weiß gar nicht mehr. Von hier. Schau. Hier springen. Stimmt, von da aus konnte man da irgendwie... Ah! Nein. Ich bin drin. Aber ich glaube, hier drin gab es eh nichts so Besonderes. Ja, Flammenwerfer. Oh, Vorteilspunkte gab's hier. Und ein Safe. Ich will dahin. Komm. Nein! Versuchen, mir auf den Kopf zu springen. Nein! Du musst, wie kann es sein? Du musst direkt, wenn du runterfällst, schon wieder in die Richtung der Scheune steuern. Ich habe es schon dreimal gemacht und es ist... Ah! Komm, spring mir auf den Kopf. Oh, so, ich hab dich reingedrückt. Da. Hol dir deinen Flammenwerfer. Geld! Vorteilspunkte. Fährt eine Mission weg. Oder? Nee, nur ein Typ, den ich anheuern kann. Wo steht war Flammenwerfer? Steht da vorne der Todeswunsch? Nee. Scheiße! Was? Oh, ich muss mal kurz ohne dich weg. Warte. Was ich hoffe, passiert? Das geht. Nichts ist wirklich passiert, aber da ist einer von diesen Benzin-LKWs, die wir holen müssen. Ich versuche ihn gerade schnell selber zu besorgen, bevor er wegfährt. Oh, hier ist Foto. Du entfernst dich zu weit von deinem Partner, geht's zu Luke. Oh. Fuck.
Ich komm gleich wieder in deine Richtung. Ich bin dabei. Ah, okay. Erschieß den Fahrer, bitte. Aber nur den Fahrer. Nicht den Elster. Ah. Okay. Musste ich es anders tun? Ja, wir müssen das doch sammeln. Wir müssen diese Benzin-LKWs doch sammeln. Ah, deswegen bist du hier. Deswegen habe ich doch gesagt, nur den Fahrer töten, bitte. Ah. Den LKW zerstören hätte ich auch allein gekönnt. Naja, hilft ja nix. Wo gehst du jetzt hin? Oi. Kühl. So, jetzt fahren wir erstmal wieder zurück nach Falls End. Gut, alles klar. Müssen wir jetzt eigentlich diese Hoden abgeben gehen? Nee, das ist schon von alleine passiert, ne? Wahrscheinlich. Ich hab nichts zum Verkaufen. Mist. Boah. Die ganze Munition, die ich jetzt neu kaufen muss. Boah, so teuer. Warte mal, ich will, wenn, dann meine Waffen wieder auf dem Slot haben. So. Noch eins. Dann Pistole. Ist jetzt eigentlich mal Zeit für eine neue, ne? Aber im Moment habe ich gerade jetzt die Kohle nicht dafür. Schalldämpfer ist auch so super teuer, ey. Halt. Wo ist mein Bogen? Den hebe ich gern bitte auch noch. Da. Alles klar, und jetzt Munition. Boah. $1,400 für Munition, hey. Super krass. Gut. Hm? Was war das denn gerade? Komischer Grafikfehler. Aber dann sage ich erstmal für heute wieder vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir haben schon wieder eine halbe Stunde. Sogar ein bisschen drüber diesmal. Wir sind schon bei knapp 40 Minuten. Wahnsinn. Wahnsinn. Das ist krass, wie schnell das geht. Wie schnell so eine Folge um ist mit einer halben Stunde. Ei. Jedenfalls vielen Dank, dass ihr mit zugeschaut habt. Ich hoffe, dass es trotz der vielen Fails unterhaltsam war. Wir haben jetzt heute ein bisschen Überlänge gemacht, weil wir ja doch ein paar Fails hatten, den ein oder anderen. Huch, was war das denn? Komisches Geräusch. Jedenfalls vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich glaube zum dritten Mal inzwischen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Es kommt etwas auf uns zu. Ihr könnt es spüren, nicht wahr? Ihr spürt, dass wir uns dem Abgrund nähern.
Ich weiß, dass ihr da draußen seid. Und ich weiß, wie sehr ihr leidet. Doch, meine Kinder, ich verkünde euch, dass ihr nicht leiden müsst. Ihr könnt einen besseren Weg wählen. Wir wollen euch, wir akzeptieren euch. Und wir werden euch holen, freiwillig oder nicht. Manche von euch werden kämpfen. Doch am Ende werdet ihr uns danken. Ich bin euer Vater. Und ihr seid meine Kinder. Naht. Und ich werde euch den Weg weisen. Denn ihr seid meine Kinder und ich bin euer Vater.